Genauso, genauso. Wo ist meine Scheiße? Alles, was genug findet man natürlich wieder mal nicht. Einfach nur. Wo es dann losgeht. Sag mir nicht, dass ich die ganze Zeit schon live war hier. Naja, und selbst wenn, was wollt ihr schon dagegen machen können? Hä? Eine was? Wir wissen doch alle, dass ihr nichts dagegen machen könnt. Geschäft ist Geschäft. Business ist Business, Leute. Und was wollt ihr dagegen machen? Den Scheiß regulieren macht ihr ja eh nicht. Da kann ich genauso gut einfach hingehen und mir jedes Mal so eine verdammte Ladung ins Gesicht pudern. Und wisst ihr was? Ich bin ja nicht mal der Einzige, der sowas macht. Nicht einmal der Einzige. Gibt es Tausende, Millionen, die meinen Stoff konsumieren. Den ich produziere. Natürlich im besten dafür geeigneten Land, ja? Natürlich. In Mexiko. In Mexiko. Da, wo der gute Stoff ist, ja? In Mexiko, wo es nur das Beste vom Besten gibt. Mexiko, wo der Scheiß noch was wert ist. Und nicht diese Straßenkacke da draußen, ja? Der gute Stoff, der kommt von mir. Und ihr wisst das genau. Aber ihr könnt nichts dagegen machen. Was wollt ihr dagegen machen? Ich sag ganz einfach, wie es ist und wie es läuft. Ja. Da draußen konsumiert so ziemlich jeder mein Zeug, weil es, wie gesagt, das Beste ist. Aber ihr könnt nichts gegen mich wirklich machen, weil ich derjenige bin, der den Leuten gibt, was die da draußen brauchen. Und das fängt schon damit an, dass ich denen den Stoff gebe und geht weiter, dass ich denen Schulen finanziere. Ihr alle wisst einfach nicht, was da überhaupt Sache ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das dazu gekommen ist, da gibt es so ein wunderschönes Spiel, das heißt Cartel Tycoon, das genau meinen Werdegang erzählt. Ich zeige euch, was hier genau Sache ist. Ja? Das Spiel wurde im Übrigen von einem kleinen Studio entwickelt. Und dieses Spiel könnt sogar ihr selber spielen. Dabei bei Steam. Da gibt es eine kostenlose Demo. Die spiele ich hier, by the way, auch gerade. Okay, genug mit dem Scheiß. Herzlich willkommen bei OGM Live. Diesmal wirklich. Was geht ab? Ich bin's, euer Steve. Und heute zeige ich euch das Spiel Cartel Tycoon, von dem, wie ihr es oben rechts im Stream lesen könnt, uns ein Key zugeschickt wurde von TinyBit. Das hier ist zwar auch nur eine Demo-Version, aber mir wurde auch eine Vollversion-Key mitgeschickt, könnte man sagen. Ich spiele hier nur die Demo-Version, weil die Vollversion kann man noch nicht downloaden, weil das Spiel auch soweit noch nicht fertig ist. Aber wir haben einen Key bekommen von TinyBuild für Cartel Tycoon, nachdem ich Not for Broadcast gemacht habe vor ein paar Tagen. Hallo, Davira, was geht? Lange nicht mehr gesehen.
Wir haben dann einen Key zugeschickt bekommen, wir machen das rein freiwillig. Ich dachte mir, als ich den Key gesehen hatte, als Tiny Bird uns den geschickt hat, ey geil. Das erinnert mich ein bisschen an Tropico. Und vielleicht seht ihr es auch gleich. Morgen übrigens, wir hatten nämlich noch einen anderen Key geschickt bekommen von einem anderen Indie-Entwickler und Publisher. Das spielt Minecraft morgen. Ist ein Strategiespiel, sieht sehr interessant aus. Ich finde es allgemein sehr geil, dass wir auf einmal so viele Keys geschickt bekommen. Wir machen das Ganze aus freien und freiwilligen Stücken, das heißt, wir bekommen auch kein Geld dafür. Ja. Ich würde mal sagen, wir legen los. Wie gesagt, Cartel Tycoon ist auf Steam. Ihr könnt auch jetzt schon die Demo downloaden und spielen. Soll, ich glaube, im vierten Quartal dieses Jahres erscheinen. Und bevor wir mit Desperados loslegen, in so knapp einer Stunde oder so, will ich euch ein bisschen Cartel Tycoon zeigen, weil ich finde, das sieht sehr interessant aus. Ich habe selber noch nicht wie gespielt, die ersten 5 Minuten nur, um mal kurz reinzugucken, ob alles läuft. Und das tut es. Ja. Wie gesagt, der Key wurde von Tiny Bird zugeschickt. Ah, dieses Business bringt mich noch ins frühe Grab. Die Erde an diesem Flussufer ist unfruchtbar, das Labor ineffektiv und bald ist das Geld zu Ende. Ich muss das Labor bis ans Limit auslasten und wenigstens irgendwas aus diesem gottverlassenen Stück Land herausholen. Vielleicht sollte ich versuchen, die Produktionsketten auszubauen. Gott steh mir bei. Das Spiel hat eine sehr geile Idee an sich. Frage ist nur, wie weit sich das trägt. Was wir jetzt hier machen ist, wir haben hier zum Beispiel Cannabis. Und getrocknetes Cannabis. Wir bauen hier Cannabis an. Und verarbeiten das zu getrocknetem Cannabis. Und das verkaufen wir. Wir haben hier sauberes Geld und schmutziges Geld. Kennt man so, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Was weiß ich. Da gab es auch diese eine Serie Narcos, glaube ich. Und man kann da später alles ordentlich verschiffen, sage ich mal. Wir haben hier eine Lieutenant-Liste, die ist jetzt noch leer. Das Geile eben ist, wir spielen jetzt gerade Felix Viro. Schätze ich mal, dass der so heißt. Und man könnte sagen, wir sind so der Boss von dem Ganzen. Ja, wir können hier unsere Lieutenants zuweisen. Und die Sache ist die, dass das Spiel wirbt auch damit. Gott, ich habe hier alles mit Mehl zugesaut. Das war vielleicht nicht so eine geile Idee. Boah, Mehl ins Auge. So, zumindest ein bisschen besser. Ja, ein bisschen sauber muss es schon sein. Ach du Scheiße, das war so eine dumme Idee, dass ich jetzt hier alles dreckig gemacht habe. Aber das war es wert. Wir haben hier, wie gesagt, unsere Lieutenant-Liste. Das Spiel wirbt damit, dass man irgendwann früher oder später in den Knast kommt oder hauptsächlich eher sterben wird. Die Sache ist eben die, wenn wir sterben, dann weisen wir quasi unserem Nachfolger, dem einer dieser beiden Leute, die dann hier sitzen werden, zu, dass er dann das Ganze übernimmt. Und diese ganzen Lieutenants haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und die bringen das dann alles quasi mit ins Kartell rein, sag ich mal. Und ich finde die Idee an sich halt eben sehr geil. Die Frage ist nur, was das Ganze alles am Ende genau bringen wird. Wir bauen jetzt hier mal unsere kleine Farm auf. Unsere kleine Farm. Denn wir müssen ja hier ein bisschen was anbauen. Wir unsere Cannabis-Farmen müssen das Ganze natürlich ein bisschen mit einer Straße verbinden, ist ja logisch. Und mich hat das irgendwie schon alles sehr an, wie soll ich sagen, an Tropico erinnert so ein bisschen. So, hier ist es gerade einfach, weil da nicht genug Cannabis da ist, um da wirklich mit zu arbeiten. Wir können auch Kokain später produzieren, genauso wie Meth. Und wir können das Ganze natürlich auch später verbessern, aber dafür haben wir noch nicht genug Geld. Glaube ich. Ne, wir brauchen eine Forschung. Wir haben noch nicht genug Forschung dafür. Geld haben wir mehr als genug. Hm.
Ich habe sogar mehr Farmen gebaut, als ich eigentlich sollte. Ups. Wir sind aber noch ein Lager errichten. Da haben wir ein Lager. Frage ist, wo ich das jetzt hinsetze, weil da habe ich jetzt gerade ein bisschen Scheiße gebaut, könnte man sagen. Das Mehl ist mir ein bisschen zu Kopf gestiegen. Passt so. So, da Kies. Ich hoffe, dass das so mit dem Ton passt, weil ich kann mit diesem Mut kein Headset aufsetzen. Bevor auch später Desperados losgeht, muss ich mir kurz das Gesicht waschen gehen und alle wegen diesem scheiß Mehl. Aber ich dachte mir mal, den Gag gönne ich mir. Ja, Steuerung, Effizienz, Straßen. Wird uns alles ein bisschen näher gebracht. Musik könnte leiser sein. Okay. So vielleicht besser. Sieht man überhaupt den... Ja, den Chat sieht man. Nice, vielen Dank. Labor 1, Projekt erforscht. Ich danke dir, o Herr, dass du meine Gedanken und Taten stets lenkst. Ohne dich bin ich nur ein Wurm. Meine Leute melden, dass unser Lager überfüllt sind. Zeit, sich um den Absatz zu kümmern. Ich habe in der Nähe einen Flugplatz gekauft. Höchste Zeit, die Arbeiter dort daran zu erinnern, wessen Geld ihre Paella bezahlt. Und da fast schon wie mit perfektem Timing. Sieht man nochmal im Chat gepostet, was Kartell Tycoon so ein bisschen ist, inklusive Link direkt zum Spiel. Was muss ich machen? Einen beliebigen Lieutenant mit Hilfe von allgemeinen Befehlen in ein beliebiges Lager versetzen. Habe ich überhaupt einen Lieutenant? Ne, habe ich nicht. Eine Farm wurde errichtet, okay. So, ja, das weiß ich ja. Questbelohnung Labor 1, okay. Wo kriege ich denn jetzt überhaupt einen Lieutenant her? Ach, guck mal, ich kann Gebäude anzünden. Geil. Beliebigen Lieutenant mit Hilfe und allgemeinen Befehlen in ein beliebiges Lager versetzen. Mache ich das denn? So? Ja. Getrocknetes Cannabis an einem beliebigen Flugplatz liefern mit Hilfe allgemeiner Befehle eines Lieutenants. Getrocknetes Cannabis zum Flugplatz liefern. Und der zuckert jetzt mit diesem wunderschönen Ford Mustang, würde ich mal behaupten, in einer wunderschönen Farbe zum Flugplatz und vertickt da den ganzen Scheiß. Und diese Musikstimmung und so erinnert mich so ein bisschen an Tropico irgendwie. Aber gut, Lateinamerika, ne? Könnte man sagen. Sieht ganz schön wackelig, würde ich mal behaupten. Und, das, okay, er fliegt komplett weg. Wie groß ist überhaupt die Map? Ah, guck mal, hier sieht man auch gegnerisches Kartell. Wir können uns auch mit anderen Kartellen anlegen. Genauso wie wir uns früher oder später irgendwann mit der Regierung anlegen werden. Und deswegen heißt es quasi, Scheitern ist festgelegt. Man wird irgendwann scheitern und dann setzt man eben neue Lieutenants hier zu oder befördert Lieutenants, die dann irgendwann deinen Platz einnehmen und dann spielst du als dieser Lieutenant weiter. 50 Einheiten getrocknetes Cannabis produzieren und verkaufen. Okay, machen wir. Was ist hier überhaupt? Ein Dorf.
Wir können da Dinge kaufen, scheinbar. Im Dorf können sie beliebige Rohstoffe kaufen, allerdings müssen sie selbst für den Transport sorgen. In Ordnung. Die Bank wäscht schmutziges Geld. Fügen Sie sie als Ziel für eine beliebige Residenz oder ein Lager mit Geld hinzu. Aha. Oh, ich könnte. Also ich bin halt echt mal gespannt, was dieses Spiel am Ende alles bringen, sagen wir mal, bereithalten wird. Ich finde, es ist auf jeden Fall von der Prämisse her durchaus interessant. Und als ich das Spiel gesehen hatte, als sie mir den Key zugeschickt hatten und ich mich ein bisschen schlauer über das Spiel gemacht habe, dachte ich mir, ey, sieht schon irgendwie ganz geil aus. Würde ich gerne spielen wollen und mir anschauen wollen. Und ja, das ist wie gesagt die Demo-Version. Vollversion werde ich im Idealfall kurz vor Release nochmal zeigen können. Ich mag die Musik irgendwie. Wie viel habe ich jetzt schon verkauft? 16 von 50. Komm, ich habe auch kein Zeug mehr. Sieht zumindest nicht danach aus, als wenn ich noch Zeug hätte. Ansonsten, wie geht's, wie steht's? Das habe ich ganz vergessen vorhin bei meinem astreinen Schauspiel. Ja, schon. Aber was das betrifft, kommt ja auch bald Ende des Jahres Empire of Sin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf Empire of Sin. Jetzt hätte ja eigentlich auch schon draußen sein sollen, aber wurde ja leider verlegt. So, dann, getrocknet ist, ne? Da haben wir aber nicht so viel. Wir brauchen mehr getrocknetes. Kannst du vielleicht hier rüberfahren und da mal die Produktion ankurbeln? Ja, Effizienz steigert sich. Nice. Jetzt ist das kommt dir aber hier mit dem Ernten nicht nach oder so. Ja, dann hoffe ich, dass das mit dem Stress nicht allzu schlimm ist und dass sich das bald auch wieder legt im Idealfall. Das Lager erregt Aufmerksamkeit, so kann man es natürlich auch schreiben. Da habe ich 22, wie viel muss ich denn noch verkaufen? Noch einiges. Ja, dann beschleunigen wir doch mal. Wofür gibt es denn die Möglichkeit dafür? Oh, nee. Wir haben ja mehr als genug. So, liefern. Ich kann halt wohl einfach nicht mehr liefern als 16. Wir beschleunigen das einfach mal. Ach, das Lager ist voll. Ist das denn das gleiche Gebäude mehr oder weniger? Ja, ist es. Dann sollte ich das nachher mal leer machen. Aber ich mag die Musik. Ich hoffe, die hauen auch einen Soundtrack mit dabei. Zum bei Steam hören und so. So. Wie gesagt, Malkaf wird morgen auch nochmal ein. Ne, da ist ja nur Normalgras. Was will ich denn da mit normalem Gras? Ich muss den richtigen Stoff quasi verkaufen. Malkaf spielt morgen ein Strategiespiel, das sehr interessant wirkt. Und spielt zur Zeit der Pest. Und das, wie gesagt, als Strategiespiel, dass man sich auch umher und sowas kümmern muss, sieht sehr interessant aus. Ist ein Indie-Spiel.
erwartet daher grafisch nicht allzu viel. Aber sieht so ein bisschen aus wie Age of Empires kombiniert mit Total War und so. Ich produziere zu viel. Scheiße. Weil eigentlich ist das voll gut, aber so mache ich doch nur noch mehr auf mich aufmerksam, wenn ich doch noch gar nicht wirklich eine krasse Gang habe oder so. Das OGM-Kartell muss erst noch aufgebaut werden. Alles verkauft. Fülle beliebiges Lager als Ziel. Für beliebiges Lager, blablabla, als Ziel Flugplatz auswählen. Kann ich auch? Wie denn? Wie wähle ich denn beliebiges Ziel aus? Für beliebiges Lager als Ziel Flugplatz. Hätte ich also gar nicht alles liefern müssen. Bin ein Vollidiot. Das ist nur die Frage, rauszufinden, wie. Okay, Bot, entspann dich. Entspann dich, du musst nicht so viel posten. okay, stopp. Oh shit, das eskaliert hier. Ich bin einfach viel zu krass mit dem ganzen Kram. Flugplatz. War hier nicht ein Tutorial? Umschlagplatz. Flugplatz. Nimmt illegale Waren an. Kann errichtet werden. Jedes Mal nur eine Ressourcenart. Minimale Kapazität. Gebäude. Effizienz. Das hilft mir alles gerade nicht so wirklich weiter. Über Flugplätze haben und Kontrollen können Waren verkauft werden, um schmutziges Geld zu erhalten. Ja. Ja. Ergibt Sinn. Hilft mir gerade nur nicht viel. Oh, ich kann den Nickname ändern. Gut zu wissen. Ja gut, da ist der Flugplatz. Weiß ich Bescheid. Aber nicht zum Verkaufen. Ja, wie mache ich das denn? Oder muss ich jetzt immer mit ihm hier hin und her fahren? Anderes wüsste ich jetzt nämlich gerade nicht. Da hätte man halt vielleicht ein bisschen mehr Info geben können. Oder es geht eben nur mir so. Ich kann das Zeug rüber liefern, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch alles machen kann. Oder einrichten kann hier. Absolut keine Ahnung.
Die Musik gefällt mir halt jetzt schon echt gut. Ja, definitiv. Da, Tutorial vielleicht ein bisschen anders machen. Mit mehr Infos, weil ich weiß immer noch nicht, für beliebiges Lager als Ziel Flugplatz auswählen. Wie wähle ich denn? Ach da, wow. Hola Felix, ich bin Pablo Crespo. Kommissar der Bundespolizei. Hast wohl nicht erwartet, dass ich mich für einen Kleinkriminellen wie dich interessiere, was? Schon gut, war nicht so gemeint. Meine Leute haben mir von deinem Business erzählt und da dachte ich mir, wir könnten vielleicht Freunde werden. Natürlich erfordert unsere Freundschaft eine Anzahlung. Am anderen Ende der Leitung war ein grunzendes Lachen zu hören. Ihnen auch alles Gutes, Senior Crespo. Ich bin nicht an Ihrer Freundschaft interessiert. Nein, nein, du hast mich wohl missverstanden. Bitte entschuldige, Felix. Du kannst unsere Freundschaft nicht aufkündigen. Meine Freunde holen das Geld in einem Monat ab. Halte dich bereit, um sie mit dem grünen Ziegeln für das Fundament unserer Freundschaft zu versorgen. Scher dich zum Teufel! Wir verhandeln nicht mit... Aufmerksamkeitsstern. Okay. Ist mir egal. Scher dich zum Teufel! Der Grubenotter. Guten Tag, mein Name ist Panfilio Ramos. Ich bin der Leiter der zentralen Sicherheitsbehörde. Wir behalten dich genau im Auge. Unsere Schoßhündchen, die Polizei, sind an dir dran. Die fressen dich Gebäude für Gebäude auf und legen alle still. Ich könnte ihnen auf die Finger klopfen. Dann könntest du dein Geschäft ungenannt vorantreiben. Natürlich nicht gratis. Die wollen schon wieder immer... Leute. Ich habe jetzt schon 2 Sterne. Schmutziges Geld, man sagt, Geld stinkt nicht. Blödsinn, schmutziges Geld riecht und es wiegt schwer. Es auszugeben ist schwierig, es zu behalten auch. Und die Cops fliegen drauf. Wir sollten das Geld waschen. Jetzt, jetzt hat's angemacht, würde ich mal behaupten. Stopp. Schmutziges Geld von einem beliebigen Lager an die Bank in Tensaka liefern. Habe ich ein schmutziges Geld? Hier ist nur das. Wo habe ich schmutziges Geld? Wo kann ich schmutziges Geld wohin? Spiel mir erstmal kurz weiter. Wo sind denn die Cops? Keine Ahnung, wo die sind. Du fahr mal wieder hier ins Lager. Effizienzebenen. Okay, Straßen, ja. Einnahmen, okay. Hier gehört noch nichts bezahlt. Ja, allgemein, okay, nett. Also, ich fühle mich ein bisschen überfordert und teilweise manchmal hilflos. So. Da ist jetzt die Bank. Wo ist mein schmutziges Geld? Jetzt aber das Geld, dem zum Errichten von Gebäude auf
Aufrechterhaltung der Produktion und Bezahlen der Dienstleistung verschiedener Personen. Kein sauberes Geld mehr auf dem Konto des Bosses, ist das Spiel verloren. Cool. Ich weiß immer noch nicht. Ah, nee, warte. Der liefert Geld. Der liefert gerade Geld darüber. Kann ich irgendwie sagen, was wo gelagert werden soll? Zum Beispiel, dass das Zeug nicht so wirklich, ne? Oder wo kann ich hier sagen, dass die vielleicht das Geld darüber liefern? Geht ja nicht. Wir müssen das Geld irgendwie geht's nur mir so oder bin ich wirklich blöd gerade? Blöd ist das falsche Wort, ich weiß, aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, dass das ganze Geld, was ich hier mache, weil nur hier getrocknetes Cannabis gelagert wird, kann ich ja nicht sagen, ihr hört auf da mit dem Flughafen, sondern bringt das Geld zur Bank, dann muss ich ja das ganze Cannabis, das getrocknete, wieder manuell darüber fahren. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich das hier am besten mache. Komisch. Ist ein bisschen komisch. Sagen wir es mal so. Aber immerhin können wir jetzt schon mal die Kohle darüber fahren. Während wir halt dann wohl oder übel selber unser Zeug darüber liefern müssen. Ich wüsste jetzt wirklich, wie gesagt, leider keinen anderen Weg, wie ich das alles genau hier machen soll. Dann müsste man irgendwie auch hier noch das Ziel festlegen, ja gut. Aber sagen können, dass das hier zum Beispiel darüber gelagert wird, beziehungsweise dass die ihr Zeug da drüben hinlagern, was ein bisschen doof ist. Ich weiß, weil hier eh alles gerade vollgelagert ist. Wenn man mir folgen kann, was ich gerade sagen wollte, wohlgemerkt. So. Kann ich nicht vielleicht... Ey! Ja, Schweine. Ihr seid Schweine. Also das hier kriegen wir easy hier mit dem sauberen Geld. Vorerst. Ah ja. Haben wir zumindest unsere Routine soweit. Liefern dann das Zeug hier rüber. Liefern dann die Kohle zur Bank. Huch. Hector Alejandro Viro. Ein Lieutenant. Geil! Endlich nicht mehr alleine! Oh, Hector, freut mich, dass du da bist. Erkennst du deinen Tier?
leuchten auf, doch sofort fällt ein Schatten über sein Gesicht. Aber wir haben wenig Zeit, anscheinend führt es an Zeit, weil die Zeiten hart sind. Gott gibt uns nur so viel, wie wir ertragen können. Da, jetzt erkennen ich meinen Onkel. Sollte man vielleicht nochmal an der Übersetzung ein bisschen arbeiten. Warum bist du kein Schriftsteller geworden? Weil ich ein Geschäftsmann bin, Querito. Lass uns zum Geschäft kommen. Ich werde dir alles zeigen. Und ich erzähle dir meine Zukunftspläne. Damit du vorbereitet bist, falls mir etwas zustoßen sollte. Und einstweilen wirst du mir helfen, Falke Hector. Felix, oh, ich meine Patron. Du nimmst mich als Lieutenant mit dem Rang eines Falken in dein Kartell auf. Danke. Da ist ein Falke. Wir müssen die Resistenz meines Bruders zurückerobern. Diese Bastarde haben einen Alejandrito getötet und jetzt essen sie mit unserem Familiensilber. Ich hoffe, Hector will den Tod seines Vaters rächen. Werkstatt im Forschungszentrum in Tesrana erforschen. Okay, Werkstatt erforschen. Machen wir. Werkstatt errichten. Lieferung von 60 Einheiten verpacktes getrocknetes Cannabis an einem beliebigen Flugplatz. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Machen wir. Zeug liefern. Wollt ihr mich verarschen schon wieder? Ist ja nicht euer Problem. Nicht mein Laden, meine Produktionsstätte, ihr Schweine. Wollt ihr denn mein Business lahmlegen? Ja, natürlich wollen sie das. Aber seid ihr denn bescheuert? Alter, geh mir dir jetzt schon auf den Sack. Ey. Wie weit ist denn die Forschung? Scheinbar fast fertig. Natürlich ein neues Lager bauen. Ne, ich brauche eher eine Produktionsstätte. Ein Labor. So? Wird schon. Produktion darf ja immerhin nicht stillstehen. Ja. Werkstatt erforscht. Dann wollen wir sie doch mal direkt bauen. Wo ist vorne? Wo ist hinten? Keine Ahnung. Passt schon. Hoffe ich doch. Oh, hier ist alles unfassbar trocken. Gut. Container. Lieferung von 60 Einheiten verpacktes, getrocknetes Cannabis in einem beliebigen Flugplatz. Was ist denn das denn? Konsole? Fernseher. Okay. Zusätzliche Ziele. Zum Flugplatz.
Es wird schon. Das wird schon irgendwie funktionieren, hoffe ich doch. So muss ich das machen. Ah, jetzt, verstehe ich vielleicht zu langsam. Hä? Ach so, gegnerische Resistenz, Resistenz erobern. Ja. Indem einige Lieutenants dorthin entsandt werden. Neue Residenz aktivieren. Für Residenz als Ziel Bank auswählen. Für Residenz als Ziel Flugplatz auswählen. Eine Residenz denn? Die Residenz wahrscheinlich sogar. Ist aber Stufe 3. Nicht überhaupt was gegen machen. Bye. Haben wir nur die beiden? Okay. Die Frage ist jetzt, ist blau für mich oder rot für mich? Ich glaube, blau ist für mich. Er macht das. Komm schon, für das OGM-Kartell. Mach sie fertig! Kann ich ihn auch noch dahin schicken? Der mischt dann mit. Vielleicht geht's dann schneller. Yo, Mann! Okay, blitzt halt ein bisschen was, ne? Mehr passiert hier auch nicht. Mehr ist da nicht zu sehen. Außer eine Giraffe. Hey. Aktivieren zusätzliche Ziele. Bank und Flugplatz. In letzter Zeit habe ich immer denselben Traum. Ein grünes Marihuana-Feld erstreckt sich bis zum Horizont. Es donnert, dabei ist der Himmel völlig klar und dann stürzt etwas vom Himmel. Schnee? Nein, so sieht Schnee nicht aus. Das ganze Feld ist weiß, Schneewehen türmen sich auf. Als bis zur Sonne gewachsen sind, stürzen sie als dröhnender Wasserfall wieder zu Boden. Ich höre, wie etwas mit seinen Trieben die Erde durchbricht. Und dann ein Rascheln. Und schon ist das ganze endlose Feld voll mit grünen Dollarscheinen. Langsam, mit schwingenden Hüften und vollen Brüsten, kommt eine Frau auf mich zu. Sie lächelt kokett und zugleich mütterlich. Sie reicht mir eine Schaufel. Ich nehme sie. Die Frau fällt auseinander. Passiert mir ständig. Blutüberströmte Körperteile ziehen eine Spur, während sie versuchen, in den Ritzen, unter den Steinen und im Gras zu verschwinden. Alter, that escalated pretty quickly. Ich wache auf, im kalten Schweiß gebadet. Hector, was ist mit deinem Gesicht? Ja, ich wäre vielleicht auch ein bisschen müde, wenn mir jemand sowas erzählt. Ich habe von ein paar Freunden von einer Coca-Plantage erfahren. Man sagt, Kokain benötige nur 2/3 des Lagerblattes und kostet 4-mal so viel. Ich könnte mir die Sache näher ansehen, wenn du mir da den Segen gibst. Ich glaube, jetzt verstehe ich meinen Traum. Mihiro, du bist mein Segen. Klar, ich denke, wir sollten expandieren. Onkel, in der Region Rugandis gibt es eine effiziente Kokainproduktion. Wir könnten diese Kette übernehmen. Es gibt eine andere Möglichkeit, Geld in ein Forschungszentrum zu stecken und sich die nötigen Kenntnisse für den Anbau einer eigenen Kokainproduktion anzueignen. Nein. Wir übernehmen den Scheiß.
So, aber erstmal hier. So viel Zeug hier. Das läuft. Hier eine Produktion. Bei die Region. Da, ne? Und schon weit weg. Aber okay. Machen wir so. Den alten Herren, den ich da vorhin schon weggeschickt habe. Steht der schon Befehl? Kann ich nicht abbrechen. Okay. So, dann fahren wir aber rüber und dann holen wir nämlich noch auch die Lager zu uns. Wir übernehmen das hier alles. Einfach alles! Unser Imperium muss wachsen. Kartell meine ich natürlich. Nice. Wir übernehmen das alles und dann schalten wir den Scheiß ein. Ich meine, die können ja scheinbar gar nichts. Sehr gut. Ist halt Tutorial, ne? Ich schätze auch mal, viel mehr wird die Demo nicht bieten als das Tutorial. Die Frage ist noch, wo ich den ganzen Scheiß dann verschlage. Beziehungsweise, wo ich den hinschicke. Da hinten zum Flugplatz, das dauert ja ewig gefühlt. Hauptsache, die Produktion steigt und der Geldbeutel wird fetter. Denn genau darum geht's ja doch. So. Was haben wir hier überhaupt? Gucker. Uns fehlt Salzsäure. Wo kriege ich Salzsäure her? Scheinbar gar nicht. Oder habe ich doch? 0 von 5? Ich habe 0 von 5. Das meinen die vielleicht damit. Dann könnte ich halt mehr machen. Kann ich aber nicht. Welche Überraschung. So. Aktivieren. Gut. Und damit haben wir uns den ganzen Scheiß hier erobert. Und der Terror wächst. Nee, nicht noch mehr Stilllegungen. Nö. Nationale Armee, CIA, US Army. Wollt ihr mich verarschen? Du überwachst das da drüben, so gesehen. Du fährst nach Hause. Jetzt geht's ja quasi nur noch ans Warten. Viel mehr Terror will ich erstmal nicht haben.
Muss ich noch warten, bis ich das wieder freikaufen kann? Aber es ist halt mehr so eine Wirtschaftssimulation fast schon. Gegnerisches Kartell auch so. Keine Betretungsgebühr, okay. Huch! Tony Quintero! Senor Felix, einfach unglaublich, erinnern Sie sich an mich? Kann heute so nicht reden. Guten Tag, Senor Felix, ich heiße Tony Quintero, aber die meisten Leute nennen mich Monstruo. Sie haben mir vor langer Zeit geholfen und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Ich möchte Mitglied ihres Kartells werden. Sprich mein Gedächtnis auf. Ich war damals etwa 9 Jahre alt, ein kleiner Junge. Ich arbeite im Haus eines reichen Bonzen, um mich, meine 3-jährige Schwester und meine kranke Mutter irgendwie durchzubringen. Signor Maria schickte mich los, um mit dem Hund ihres Sohnes Cassi zu gehen. Er war ein niedliches kleines Hündchen, keine Ahnung was für eine Rasse das war, aber das Miststück war sauteuer und diese kleine Bastard Pablo vergötterte ihn. Ich gehe so mit dem Hund und plötzlich springen 3 von den örtlichen Schlägertypen auf mich los. Sie schnappen sich den Hund und setzen ihm das Messer an die Kehle. Ich begann zu wimmern, als wäre ich das Hündchen und flehte sie an, uns gehen zu lassen. Ich sage, dass der Hund teuer war und sie dafür Lösegeld verlangen können. Sie lachten mich aus und sagten, der Köter ist nichts wert, aber deine Tränen sind unbezahlbar. Okay. Und sie schnitten dem Hund ein Ohr ab. Mein eigenes Geheul und das des Hündchens machten mich auf einen Moment taub. Für einen Moment taub. In diesem Moment tauchte wie aus dem Nichts ein junger, schwarzhaariger Mann auf. Das erschien mir damals völlig irreal. Mein Gott, wie ein Retter. Er zog einfach seine Pistole und das Pack verzog sich. Das Hündchen lag in einer Pfütze seines eigenen Blutes. Der Mann streckte mir die Hand entgegen, lächelte und sagte, ich bin Felix, weißt du, mein Freund, wozu jeder eine Waffe braucht, um diejenigen zu beschützen, denen jemand wehtun will. Naja. Ich hoffe sehr, diesen Mann irgendwann wieder treffen, um ihn zu danken. Vielen Dank. Gut, was geschah dann? Wir wollen ja auch... die Story brauchen wir jetzt nicht. Wir haben einen neuen Lieutenant, geil. Alter. Hat der für eine Stärke... Was mache ich denn jetzt mit dem Dude? Ich will auf jeden Fall das Gebäude noch freikaufen. Komm schon. Freikaufen. Es hat gegnerisches Kartell. Ich will jetzt nicht noch mehr Terror machen, deswegen nutzen wir einfach mal die traurige Möglichkeit und liefern das Ganze da weit. Da weit so rüber. Oder kann ich eine Straße legen? Mein kostet Geld, ich weiß, aber... Kann ich nicht, weil das nicht mein Gebiet ist, ne? Ich kann nur in meinem Gebiet bauen. Dann versuchen wir doch einfach eine Straße zu bauen, die schneller zum Flugplatz rüberführt. Sollte doch passen, oder? Zumindest hoffe ich das. Der Terror sinkt auch langsam wieder, glücklicherweise. Die Produktionsstätte ist auch wieder freigekauft. Aktivieren wir, genauso wie da. Und jetzt fängt das Geld hoffentlich an zu regnen. Produziert geilen Stuff. Könnt auch mal wieder forschen, nicht Arsch. Lager zum Beispiel. Forschung ganz vergessen und ignoriert fast schon.
Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe den ganzen Scheiß gerade erst wieder aufgebaut. Ihr Schweine! Eine kleine Extrazahlung helfe ich dir, die Probleme mit den Behörden zu lösen. Melde dich einfach. Ey. Kannst du die Schweine nicht dann jetzt mal hier wegschicken? Ich lege 100 Pro meine Kokain-Herstellung lahm. Nee, es ist nur ein Feld. Ja, das ist ja cool. Wenn sonst nichts ist, ist cool. Kontrolle über alle Regionen erobern. Ja, das ging mal hin. Alter, entspannt euch bitte. Forschung läuft ja, das dauert noch ein bisschen, 5 Tage oder so. Wir haben jetzt hier unseren Schlägerkollegen, der kann ja jetzt mal hier ein bisschen Terror machen, könnte man sagen. Hier, erober mal. Unter der Kontrolle der Regierung. Ja, schauen wir doch mal, wie lange noch. Ha, 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 ihr Schweine. Wer meine Plantagen lahmlegt, muss mir die Konsequenzen nehmen. Ja, oder auch nicht. Dann hol dir den Flugplatz. Da kann man nämlich das Lager, den Flugplatz nämlich darüber verlagern, das geht schneller. Unser Monstro räumt jetzt mal monstromäßig auf hier. Alter. Wie kann ich denn hier die Hops? Kriegslager. Gebrauchsgüter kann ich dann. Teilung von Chemierohstoffen. Errichten. Oh, auf jeden Fall Salzsäure. Was war nicht mit Gebrauchsgütern machen? Keine Ahnung, deswegen holen wir uns das erstmal nicht. Lassen wir das erstmal so laufen. Oh, geht ihr mir auf den Sack, Leute? Das ist unfassbar. Diese Meldungen könnten sich eigentlich auch nach so einer gewissen Zeit selbst deaktivieren, würde ich mal sagen. Das wäre ganz nett. Zusätzliche Ziele. Flugblatt. Und die Bank. So. Thank you.
ein Gebäude rum. Wollt ihr mich schon wieder? Was ist denn jetzt passiert? Ihr geht mir so auf den Sack, Leute. Das ist unfassbar. Och, endlich. Kann ich mal Lager upgraden hier. Keine Ahnung, was es jetzt 100%ig gebracht hat, aber egal. Einfach jemand, der forschen, passt schon. Wie kann ich denn sagen, ey, Stadt? Ah, Sicario. Egal. Passt schon irgendwie, denke ich mal. Aber wie kann ich sagen, ich besteche die Behörden? Ich bin irgendwie Mittel. Leidenschaftliche Verehrerin jeden Geldes. Region Rogandes gekauft. Och, scheiße. Och, es war unfassbar dumm. Ich habe kein sauberes Geld. Mann. War vielleicht durchaus sehr dumm. Alter, eskaliert hier voll gerade. Alter! Wie viel die lahmlegen! Die Schweine! Erstmal alles hier verbessern. Stillgelegt, 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 stillgelegt! Was ist denn hier nicht stillgelegt? Alter. Meine Kokainplantage ist lahmgelegt. Produktion. Ich brauche nichts Neues zu produzieren so lange. Fuck, ey. Ey, schon wieder? Jetzt habe ich auch gar nichts gemacht. Das Spiel, ne? Man hat's einfach nicht leicht als Kartellboss. Ich sag's euch, Leute. Es wird ja alles lahmgelegt da unten. Und schon wieder welche? Habt ihr sie noch alle? Leute. Ich glaube, man sollte erkennen, wann man sich geschlagen geben sollte, mehr oder weniger. Zumindest für heute.
in diesem Sinne ziehe ich meinen Hut und trete als Kartellboss zurück. Scheiße. Man sollte, wie gesagt, sich, man sollte sich schon eingestehen, wann man geschlagen ist, würde ich mal sagen, ja. Und in diesem Sinne so. Sehr gut. In diesem Sinne beende ich zumindest für heute hoch. Oh, Alter, ich so viele. Ihr hört auf immer mit euren Scheiß at Everyone-Bewerbungen, die hier. Oh, Leute. Ihr, ne, ich mag euch, aber hört auf, unnötige Server zu machen. So. Was wollte ich sagen? Ja, das, das war's mit. Irgendwie mit dem Hemd und ohne diesen Hut sehe ich irgendwie gefühlt ziemlich scheiße aus. So, das war's in dieser Hinsicht mit Cartel Tycoon. Schaut euch das Spiel auf jeden Fall bei Steam an. Also es hat durchaus Spaß gemacht, es zu spielen. Das Tutorial könnte nur vielleicht ein bisschen hilfreicher sein in manchen Situationen, dass einem mehr weitergeholfen wird. Abgesehen davon... ist es ein meiner Meinung nach durchaus sehr nettes Spiel. Also mir hat es gefallen, das zu spielen, sonst hätte ich jetzt nicht so lange gemacht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, die Demo findet ihr auf Steam, Cartel Tycoon. Und dort könnt ihr dann auch, wie gesagt, die Demo downloaden. Ich werde im Idealfall, denke ich, ich habe ja, bekomme ihn erst so. Den Key für die Vollversion, kurz bevor eben das Spiel eine Vollversion feiert, bekomme ich noch einen Key davon und werden wir das Spiel nochmal in der Vollversion anschauen. In diesem Sinne nochmal vielen, 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 vielen Dank an TinyBuild, die uns dieses Spiel nochmal neu. Vielen Dank an TinyBuild, die mich vor allem auf dieses Spiel aufmerksam gemacht haben, indem die einen Key zur Demo gegeben haben. Und ich dementsprechend auch, wie gesagt, einen Key zur Vollversion bekommen werde. Und dann schauen wir das Ganze uns noch einmal an. Vielleicht hat sich dann auch einiges getan. Ein bisschen muss noch an der Übersetzung gefeilt werden, da waren noch ein paar Fehler drin. Vielleicht das User Interface noch ein bisschen überarbeiten. Aber abgesehen davon hat es durchaus Spaß gemacht, muss ich sagen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich mag die Musik. Und wir haben jetzt halt natürlich nicht alles vom Spiel gesehen. Ja, da fehlt halt noch ein bisschen was. Aber abgesehen davon, gerne. Gib mir mehr davon. Habe ich Bock drauf. Und wenn ihr eher mehr Mafia-Kram haben wollt, Empire of Sin kommt ja auch später in diesem Jahr noch raus. Und Cartel Tycoon soll ja auch im vierten Quartal rauskommen. Das heißt also, je nachdem, worauf ihr mehr steht, ob mexikanisches Drogenkartell oder Mafia, für beides ist dann gesorgt. Das war, wie gesagt, jetzt Cartel Tycoon. Ich schalte auf die Pause und nachher ab 19 Uhr geht es dann weiter mit Desperados 3, mit mir, eurem Steve von Online Game Masters. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Nochmal vielen Dank an TinyBuild. Und ja, wir haben den Key bekommen. Wir bekommen kein Geld dafür, wohlgemerkt. Wir haben eben den Key für dieses Spiel bekommen. Es hat mich interessiert. Ich habe gesagt, klar, gucke ich mir an. Benutze den Key. Und da bin ich jetzt. Minecraft wird, wie gesagt, morgen auch nochmal was spielen, wozu wir den Key bekommen haben. Wir machen das alles freiwillig, wohlgemerkt. Wir bekommen dafür kein Geld. Falls da irgendjemand Fragen stellt oder sonstiges. Und ich sage auch hier meine offen und ehrliche Meinung.
zu diesem Spiel. Und mir hat's gefallen. Und in diesem Sinne, schalte ich auf Pause. Dann bekommt ihr nochmal den Trailer zu sehen. Und dann geht es so in 10 Minuten wieder weiter mit mir und mit Desperados 3. Also, wenn ihr das VOD schaut, wisst ihr ja, wo ihr als nächstes weiter gucken sollt, wenn ihr den kompletten Stream sehen wollt. Und wenn ihr den Stream hier schaut, dranbleiben, geht gleich weiter.